Also Freunde der Nacht, servus miteinander. Wir sind beim Chris heute. Chris, geh mal her. Kanzel, ja. Du. Servus miteinander. Wir wollten Dingsbauer. Blattjachtstand. Und auch, naja, nachdem die Barbara abgesagt hat, habe ich den Chris angerufen. So, wie schaut es denn aus? Du musst einspringen. Sag ich, der kommt da vorbei. Selbstverständlich, warte. Ne? Also wir haben jetzt drei Dinge vor. Einen hat sich der Chris abgeschaut. Das liegt schon fertig da. Ja. Das bauen wir noch. Genau. Dann haben wir gedacht, wir machen einen ganz einfachen. Einfach aus drei Paletten. Die stellen wir noch, fixieren sie ein bisschen. Sitzbrett rein, fertig. Und dann haben wir gedacht, wir machen noch einen aus, Dings haben wir gesagt, ne, Fichtenstange. Fichtenstange, ja. Weil Fichtenstange hat eigentlich fast da jeder, das ist ein wenig so ein Low-Budget-Ding. Dass du das Ding verstecken kannst für die Berg. Genau, und was hast du, musst du damals schnell Lans ohne einen zweiten Mann verstellen kannst. Vielleicht auf dem Hackback oder auf dem Pickup, wenn ihr habt, oder halt notfalls brauchst du halt einen Autohänger schnell. Machst du das hinten auf dem Wildreicher drauf oder haust du das im Auto mit rein? Irgendwo, genau. Also das eine Ding vom Christus ist echt gut. Das, ich habe mir schon ein wenig begutacht. Das wird was. Ich muss das bloß noch so anbringen. Wir haben das zwar den gehängt, oder? Ja. Aber wir haben halt einen Luxus. Wir sind da in einer Zimmerei. Also wir sind ausgestattet. Wir haben Handgreifsägen, wir haben Akkuschrauber, Notfallshämmer, Abwundmaschine da. Ich habe kein Problem. Heute haben wir alles. Genau. Ne? Wenn ihr denkt, beim letzten Mal, wo wir was gebaut haben, beim Olli im Wald, ja, der Handkreis sehe ich, der Akku leer gewesen von der Motorsicht, der Sprit mehr drin. Das war nicht leicht. Ja, gut. Also, wir fangen jetzt einfach mal aus, so wie wir es halt immer machen. Wir basteln ein wenig und am Ende wird schon irgendwas dabei rauskommen. Ne? Gut. Vorne schon aufpassen, wie das geht. Schau her. Schau her. Ja, Freunde, schaut mal an, das Ding ist echt nicht schlecht. Ne? Das war ein Rückzug aufgebaut. Das sind einfach ein paar Latten, das wiegt überhaupt nichts. Das passt sogar in den Chimney rein, möchte ich sagen. Und du hast da jetzt einfach drum? Dann jetzt drum rum. Genau. Da gibt es ja aber eigentlich ganz günstige bei Amazon, glaube ich, für 20 Euro. Ja, das ist jetzt gar nicht. Das ist ein wenig ein besseres. Ja, das haben wir damals einmal gekauft, das der Aktion. Und wie gesagt, also hält schon ein paar Jahre. Und von dem Sitz aus habe ich schon einige Füchs, Jungfüchs, Heber geschossen. Also, du kannst für alles nehmen, ne? Du kannst, bis du die Graue-Jacht habe ich auch schon nochmal gehabt. Also, das Graue-Jacht. Ja. Wenn ihr wisst, wo Fuchsbau ist, zum Jungfüchsjung am Bau nachgestellt. Genau, am Bau nachgestellt. Frisch getrocknet. Müsst ihr immer aufpassen, vom Boden schießen, Kugel fangen und so. Ne? Aber so ist es. So, selbstverständlich. Also, so schaut er fertig aus. Eigentlich ruckzuck, wir bauen das jetzt mal so nach. Genau. Also probieren. Dann habe ich nämlich auch so einen sexy Sitzschlag. Kannst du den Augen gleich ausprobieren? Ja, heute wird eng. Wird eng. Also, wie man sieht, der Chris hat sich da Gedanken gemacht. Der war gestern schon nervös. Also, das loben wir nicht. Es war bis jetzt alle einer, der so gut vorbereitet war. Ich suche jetzt gerade nochmal. Schau her, die Dinge. Das sind die Seitenteile. Hast du die einzelnen Dinger, wie lange wir sie schneiden müssen? Ja, das sind die zwei Seitenteile da. Ne? Die sind am Meter. Am Meter hoch und 90 lang. 90 lang. Kannst du die länger machen, je nachdem, wie du das willst. Aber ich so müsste dann. Pass eigentlich, weil du musst ja mit denen, die sind 1,5 waren die, glaube ich. Genau, die stehen schräg. Genau, und dann stehen die schräg und dann hast du quasi eine Höhe von dem ganzen Ding. Ja, das kann man dann variieren. Ne? Das ist ja, genau, je nachdem. Also, wie groß dass du letztendlich bist, jetzt, wenn du ein Schlags mit 2 Meter bist. Ja, dann brauchst du halt 1,20 Meter. Genau. Und breiten Hammer 75. Das müsst ihr euch überlegen, weil je breiter das man baut, umso schlechter zum Transportieren. So, wie gesagt, soll ihr Flinkenecke ins Auto mit reinhauen. Ne? Also der hat jetzt Innermaß praktisch, da sind 75 und genau, Außenmaß hat er aber dann schon 2,80. Weil es jetzt die 3 auf 5er Latten sind. Genau, wenn wir ein wenig dickere Latten haben, ist Rückzug bei 5,80. Also der Chris hat da praktisch, das sind 2 Rahmen. Ja, der verbunden, da hat der Scharniere einfach reingeschraubt, dann kann man das da klappen. Genau. Und dann wie gesagt, halt unten habe ich halt vom Opa damals, habe ich dann noch so alte Holobänder genommen gehabt, dass du halt dann auch doch ein wenig stabileren Eindruck dann hast von dem ganzen Ding. Ja, dann geht's. Und wer halt das so will, da zur Armauflege nur, dass er den Komfort dabei ist. Ne? Ja, du kannst jetzt auch das ganze Ding einwickeln mit der Bitte. Kannst du auch machen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe hinten nur 2 Schrauben reingehauen, dann kannst du hinten auch noch lappen, wenn du es länger lassen willst. Dann kannst du zum Beispiel 360 Grad kannst du dann schießen, habe ich auch schon gemacht. Ja. Halt mal fest. Jawohl, das kann ich. Das, ich kann schon halten. Na, also die Stände. Dann machen wir die, du hast gesagt 90. 90? Ja, das ist 90 kannst du machen. Oder machen wir einen Meter auf einen Meter. Also wir schneiden jetzt da keinen sauberen Winkel und zeichnen mit Winkel auch einen Klump und Scheiß. Nein, das muss ein wenig wir sind ja da auf der Yacht und auf einem Schönheitswettbewerb. So ist es genau. Wir wollen ja was erlegen und nicht da wegmäßig. Aber der Sitzler, das ist das erste Mal, dass wir was bauen. Ich nehme das dann mit. Haben wir noch nie gehabt. Hast du das?
Arbeitsschutz lassen wir dabei uns. Ne? Selbstverständlich. Ja, genau. Genau. Also jetzt haben wir einen Meter auf einen Meter, jetzt brauchen wir noch die mit einem Meter 5. Genau. Da haben wir. Schauen wir mal, viermal. Also das ist wirklich gut gebaut. Perfekt. Perfekter Schnitt. Winkelisch 1000%. Ne? Schaut aber recht rum aus. Ringelig. Was die so angezeichnet hat. Ich habe sogar krumm angezeichnet. So wie du die andere geschnitten hast, habe ich die angezeichnet. Mhm. Jetzt brauchen wir noch die kurzen Latten. Genau. Der Vorteil, wenn du in der Zimmerei bist, der läuft einfach los und holt Holz. Ne? Wieso bin ich? Nein, oh. Zack. Wichtig ist, dass die anderen, die filmen schon wieder mit zwei Kameras, verstehst du? Doppelheld auf das, oder? Alles machen. Das sind jetzt die, das sind die. Die Diagonale genau. Brauchen wir dann und die schneiden wir bei deiner Schneide, wenn es soweit ist. Genau, dann müssen wir die dann aufpassen, dann schneiden wir sie wegen Kreuz. Ja, dann schrauben wir es zusammen. Was? Dann brauchen wir es aber vorne Lösung, oder? Ja. Das geht echt schnell. Wenn wir nur 5 Minuten haben, sind wir fertig. Ja, das ist auch gut immer. Welche haben wir jetzt welche? Warte, das sind die. Das sind die. Die bauen wir mittig. Wie weit bist du da von vorne ran? Mitte 2,5, genau. Ja. Also 2,5 cm von oben runter ist er gegangen. Macht ja auch Sinn und dann hast du die Latten da ungefähr mittig. Ne? So ist es. Ja, und da halt Mitte rein. Kann Zentimeter ist kein Maus. So ist es. Wenn du das jetzt ein wenig schön bündig merkst, dann wird es auch was. Schau mal, ja. Passt! So, gut. Warte! War das die lange, wo wir das gebohrt haben, oder? Ist das die falsche? Ja, das war die lange. Schneiden wir raus. Ist aber nicht so schlimm, das ist dann für spätere, wenn du ein wenig Tannengrün oder was neu machen willst. Ja, kannst du nicht stimmen. Ganz ideal. Das kann am besten Profi passieren. Ne? Der eine fährt rückwärts mit dem Akkuschrauber, der andere zeichnet die falschen Latten an. Das sind jetzt dann die, da haben wir gesagt, ne? Machen wir genau so 2,5 auf 2,5. Ja, so. Das wäre dann das. Und das wird schon werden. Zack. Schön, ja. Schön macht das. Ja, alter Maler. Alter Maler. Die Anna filmt mir schon wieder beim nächsten Mal. Möchte sie gern. Ja. Wir werden jetzt einfach mal den Raum da bauen, oder? Genau. Da bauen wir jetzt den Raum ganz normal. Und dann stecken wir das zusammen. Und dann stecken wir die zwei. Also quasi, wir machen jetzt die zwei Räume. Genau. Ne? Dann machen wir gleich mal die zwei Schienen hinein, was wir haben. Hast du wenig Böcke oder was da nicht? Ne? Doch. Fix sind wir. Weil ich hab's nicht so mit dem Bucken, da spannen die Banner so. Der schlug mich nicht. Ha. Richtig. Der schlug mich nicht. Ich bin ein Wild. Muss da ausweichen. Ja, ja, ja. Das ist ein Wild. So. Und die. Da darf man keine Fehler machen. Nee. Ach, das war dem, wo man vorhin falsch gibt. Ja. Ist ja wurscht. Alles klar, passt schon, alles gut. Das eine war oben bündig, ne? Das eine war oben bündig, ja. Also ich habe jetzt beschlossen, wir bohren auch die Latten vor, wo wir bloß einen Spack rein machen. Weil, also da kannst du davon ausgehen, dass die Latten dann brechen, wenn du das nicht vorbohrst. Habe ich auch vorgebohrt. Ja, ne? Bei den 3er, 5er ist halt immer so ein Gefekt, dann springen. Du darfst das wieder neu machen und das ist scheiße. So ist ja nicht schlecht, oder? Schrauben wir das da gleich auf. Zack, schrauben wir gleich auf, weil dann haut es schon einmal ab. Anna könnte von einer Klamottenwerbung machen. Ja. Schauen mal. Sexy T-Shirts. Die Mützen gibt es auch bald in Schwarz im Shop, momentan noch nicht. Aber demnächst. Christa T-Shirt habe ich auch dabei. Also schaut mal rein, die Anna verlinkt den Shop unten drunter wie immer. Machst du dann noch so Musik dahinter, so wie diese Wattmusik da? Wie heißt denn das? Gibt es da nochmal dafür? Dum, 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 dum. Wie heißt denn das? 3000 Jahre später. Ja. Oder wie es auch. Nee, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das so macht in der Blattjacht. Ich kenne nämlich welche, die stellen sich einfach bloß in den Wald. Kann man auch machen mit dem Fischstock. Es geht auch von der Kanzel aus. Aber ich meine halt immer wegen in der Blattzeit, da suchst du dann schon mal immer wegen Plätzle aus, da gehst du mal nicht auf Jacht noch. Ne? Irgendwo eine alte Dickung, wo du dann vielleicht mal rausblatten kannst. Ja. Da flutscht es. Schön, ne? Alter, ist die Latten krumm. So, ja. Ich hab gedacht, ich hab's zu versuchen, aber nicht so schlimm.
war der Schiller ein wenig. Ich werde dann eigentlich bloß nicht mehr zusammenstecken und dann ist das schon fertig. Ich habe auf die Uhr geschaut, wie lange wir gebraucht haben. Ich zeige es euch gleich. Also wer will, kann das nur braun oder grün anmalen. Macht ja wahrscheinlich auch Sinn. Dann sticht es nicht groß so hell raus. Also 25 von unten rauf, ob jetzt da 20 macht oder 30 macht oder 25. Das ist wichtig so. Ist bloß, habe ich bei der Kanzel schon gesagt, dass das Maß und das Maß gleich ist, weil sonst wird es krumm. Vorher überlegen, Unterkante, Unterkante oder Oberkante, Oberkante. Da habe ich mal einen Drückjagdbock gebaut, den gibt es auf YouTube zu sehen. Schau da mal rein. Stimmt, ja. Da ist der Andreas dort gestanden und hat es auch. Habe ich sogar gesehen, das krumm war. Und dann war die Latten hier und dann stehst du da und hast nicht einmal mehr Ersatzlatten dabei. Also vorher nachdenken. Wir können in Massenproduktion gehen, oder? Ja, da schmeißen wir dann die Abbundmaschine auch da hinten. So, das ist das. Das müssen wir dann noch messen nach oben runter. Das ist nämlich entscheidend. Das genau, halt weil entscheidend ist, weil wenn du nämlich dann da drin hockst in deinem Darmschirm, so habe ich das gedacht damals, ich mache es halt auf der Höhe vom Ellerpunkt ungefähr. Ja. Ja, weil wenn du drin hocken tust, kannst du halt da ein wenig auflegen. Deswegen habe ich es ein wenig gepolstert, ne? Das halt ein wenig. Man kann, wenn man will. Also das ist dann, da kannst du dann noch viel basteln. Man kann dann sich da unten auch nochmal eine Latten reinmachen. Ja. Für den Ellbogen auch. Genau, kannst Tuner ohne Ende, also du hast der Fantasie vorhin auf. Man kann auch das ganze Ding mit Luftpolsterfolie einwickeln. Ja. Geht alles. Ja. Und dann kannst du außen dann hocken, dann kannst du überall draufklicken. Genau, man kann den ganzen noch. Das Ganze ist mal so Fischspitze. Das hat Fischspitze, ja. Das ganze Revier hat 583 Hektar. Mhm. Und ich glaube 550 Hektar davor sind Waldflächen. Oben ist ein bisschen ein Feld, aber das ist. Mischwald dann, oder? Das ist richtig viel der Mischwald. Ich habe das neulich, ich habe mir den Spaß mal gemacht auf dem Sitz. Ich habe mal die Baumarten gezählt. Nur im Umkreis, wo ich halt vom Sitz aus gesehen habe. Ich habe 8 Baumarten gehabt. 8. Das ist Feier, was? Das ist schon geil. Na, vor der Fichten, Douglasie, Kiefer, Danne, Rubinie war dabei, Schwarzerle war dabei. Was war es denn? Nur eine fehlt noch. Eichen. Und Buchen sowieso. Das hast du heutzutage hast du das eigentlich nur so selten. Ne? So, also da musst, sowas hast. Da waren wir da richtig guter Feste unterwegs, weil da stehen teilweise solche. Sag mal. Nein, nicht. Ah, das auch. Verdammt, ich hab's. Douglasien. Solche Douglasien. Und da muss irgendwann mal ein Feste mitgedacht haben. Ne? Bei mir passt. Wenn ich mal sagen, schieben wir ein wenig drücken. Also der Chris hat jetzt bloß ein Scharnier, aber das ist ein stabiles. Ja, das machen wir jetzt einfach mittig rein. Genau. Besser ist natürlich 1, 2. Ja, ich habe jetzt beim anderen habe ich zwei Stück rein gemacht, aber ich habe den anderen. Warte mal, wir messen mal die Mitten raus. Wenn wir es schon mittig rein machen, dann machen wir es mittig mit rein, ja. 75 die Hälfte, 34er Halt, oder? Schmarre. 37er Halt. Wichtig ist Zunge raus beim Ortzeichen, sonst wird es nichts. Das mache ich vorher einmal, dann werde ich irgendwie schneiden. Der Schläger muss raus. Heute ist das so nass. Genau. Dass er halt dann schön beweglich ist und dann passt das auch schon. Wenn Kroten noch machen, gell? Das ist eine Beine, das muss schon ein wenig passen. Schau mal den Finger weg. Schauen wir auf die Uhr. Ja, das, also das haben wir jetzt gar nicht vorgebohrt, aber wir sind mittig in der Latten. Ja. Also da braucht das nicht vorbohren, bloß wenn er dann außen draus ist. Ne? Wir haben jetzt 14.35 Uhr. Halbe Stunde. Also im Prinzip sind wir jetzt fertig, jetzt machen wir die Schlossschrauben noch durch. Wenn du zu zweit bist, geht es immer schneller, ne? Also, opa! Du brauchst dadurch auf jeden Fall mindestens 80er Schrauben, so lang ist es. Das war das, das war so, dann kann das so. Ist doch ganz einfach im Prinzip. Warum habe ich das geschraubt und mal den Griffel weg? Jawohl. Festmacht. Ja, nach der Zeit, wenn du draußen hockst, dann kann es schon mal passieren, wenn du mal in der Aktion dann bist und dann muss ich immer ein bisschen ab und zu mal nachdrehen. Dann. Was man machen kann, da gibt es ja so selbstsichernde Muttern, die haben so einen Gummi drin, die drehen sich dann immer locker. Genau. Weil man bewegt es ja dann immer beim Klappen. So und dann, dann lockert sich das einfach. Oder was man auch machen kann, wenn man schlau ist, ne? Macht man zwei Meter auf Kontermutter drauf. So ist es. Doch, das stimmt, Alter. Wenn du den Schraubenkopf messen hinten so drauf, genau. Den messen. Die Hälfte davor ist der Schraubendurchmesser. Genau. Hat man mal einen Schreiner gesehen, das stimmt, ich habe gerade geschaut. Zack. Warte mal. Andersrum. Kinderwärts. Wir sind jetzt außen. Ah, genau, wir sind außen. So, daher verliert. Daher. So. Das werden wir dann ein wenig mit einem Schraubenschlüssel anziehen. Da. Ja, das sowieso. Das ist dann 8er Schrauben, ist ein 13er Schlüssel. Schön, da holen wir da gleich an.
Da habe ich ja dann wieder Rasen auf. Ja. So, haben wir, das war so schaut ein ausgeglühter Bohrer aus. Alter, das war vorher ganz leid, du. Also der Schutt, den kannst du weg da. Ja. Ich geh wieder ins gleiche Eis, der Wurst. Wir werden die Schrauben einfach drauf vorbeibringen. Na, da bringen wir sie nicht drauf vorbei. Lass sie einfach weg, scheißegal, das hält schon mal. Außen dann vielleicht einmal. Dasselbe. Lass sie weg. Lass sie einfach gut. Weg. Alles klar. Scheiß auf die Schrauben. So, jetzt müssen wir das ganze Konstrukt wieder aufstellen. Ja. So, und da muss jetzt auch nochmal neu bauen. Ne? So ist es. Da wird dann, wenn ich Glück habe, die Schrauben auch wieder erwischen. Das wie heißt der 8. Bohrer Gossestumpf. Beweglich. Ja, ich schwenke zu euch, glaube ich. Das muss ich wieder aufmachen. Ja. Jetzt mindestens 50 Jahre. Bis die, die Engel dann nur auf die Yachten ausgehen. Passt. Ja, passt doch. Das passt. Bombenfest. Was wichtig ist, das habe ich gerade festgestellt. Ja. Aerolo-Band, das ist echt wichtig. Weil wenn du da ein bisschen pass auf, das geht in alle Richtungen davor. Dann spackst du mir das nur schnell fest und dann ist er fertig. Ja, eine Stunde war es jetzt trotzdem, aber wir haben jetzt noch ein wenig rumgespielt da. Ne? Bin sehr rührig. Kann ich reinkommen? Oder störe ich? Hast du ein Glück gehabt jetzt allein? Ja. Dass du da gerissen bist? Ja. Ein bisschen ist doch gerissen. Aber das verrauben wir nicht, das passt schon so. Hier ist der Schädel. Was man jetzt bei der Konstruktion braucht, ist natürlich ein wenig ein Stuhl, ne? Das ist auch klar. Dann schraubst du mal an, ne? Ich halte das immer so nach. Den Schrauber mit dem Akku, ne? Brauchst du ein wenig Gefühl danach? Also das ist echt gut, mir gefällt das Ding, ne? Wenn du so was machst. Ja. Was ist denn jetzt? Akkuli? Kannst du nicht ausdenken, oder? Nein. Ist eigentlich voll. Ach, das ist der ganz. Stimmt, das ist der ganz große. Gute Mohrermesser. Wie gesagt, also was ich jetzt sage zum Beispiel, auch wenn du jetzt transportieren willst, ich habe dann immer so einen Klettverschluss noch außen gemacht. Dann kannst du es zusammen machen und dann hält es auch besser. Genau. Also Freunde, in diesem Sinne, das nächste Video gibt es morgen. Wir machen nämlich jetzt, haben wir gerade so spontan beschlossen, einen Dreiteiler draus. Genau. Gibt jetzt jeden noch ein Video. Heute, morgen und übermorgen. Anna schnappt, bis er die Finger bluten. Also Freunde, bis morgen in diesem Sinne. Weitermachen. Servus. Wenn ihr die Füße dran schraubt, aufpassen, dass er außerhalb von der Latten seid. Wir haben es nämlich gerade schon mal falsch gemacht. Wenn es innerhalb von der Latten ist, dann funktioniert es mit dem Klappen nicht.